Dann machen wir weiter mit Susanne und Wolfgang Nörgel, die Weihnachtssänger. Wie du das Video jetzt gemacht. Können wir loslegen? Ja. Let's go. Hallo. Das wohlhabende Ehepaar Wolfgang und Susanne Nörgel genießt seinen freien Sonntagnachmittag zu Hause. Ja. In Weihnachtsstimmung sind die beiden Mitte 60er noch nicht. Susanne und ich halten von dem ganzen Jesus-Gekram und Weihnachten nichts. Wir halten das doch für ziemlich unlogisch. Wie sieht es generell mit Ihrem Glauben aus? Das Einzige, woran ich glaube, ist, dass ich zu viel Kirchensteuer zahle. Gerade als Wolfgang Nörgel sich für seinen Schönheitsschlaf vorbereiten wollte... Ja, aber wenn er jetzt zu viel Kirchensteuer zahlt, wenn er nicht gläubig ist, warum zahlt er Kirchensteuer? Geil. Oder ist nichts für ihn schon zu viel? Verstehe ich gerade nicht ganz. An der Haustür. Ja, jetzt will ich schlafen und dann klingelt jemand. Das wird meine Louis Vuitton-Tasche sein, die ich aus New York bestellt habe. Nein, Susanne, heute ist Sonntag. Ich habe dem Postboten gestern 500 Euro in die Hand gedrückt, damit er das Paket heute rumbringt. Du hast... Der Knecht hat sich gefreut, wie ein Hund, der ein Leckerli bekommt. Naja, war ja sicherlich auch das Doppelte seines Monatsgehaltes. Normal, man bestellt sich eine Louis Vuitton-Tasche extra aus New York, dafür der Postbote dir bringt, du gibst ihm aber 500 Euro, damit er dir die am Sonntag bringt. Normal. Und vor allem, Postbote verdient ja auch nur 250 Euro im Monat, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Bleib sitzen, Susanne. Ich werde das Paket für dich entgegennehmen. Sag, er bekommt 10 Euro von uns, wenn er das Postlied von den Schlümpfen für uns singt. Bitte. Frohe die Nachricht, ein Kind ist geboren. Susanne! Ja, Schnurzipups. Vor der Tür steht ein Herr, der behauptet, ein Kind sei geboren. Um Gottes Willen, nein. Deswegen stinkt es ja auch seit Tagen so in der Nachbarschaft. Frag ihn, wo das Kind geboren wurde. Können Sie mir sagen, wo das Kind geboren wurde? In Bethlehem ist Han. Der Herr behauptet in Bethlehem. Bethlehem? Ist das nicht da, wo die Menschen immer billige Sandalen tragen und Gewänder, die offenkundig Secondhand sind? In der Tat, Susanne. Aber warum erzählt er uns das? Er will unsere Luxusklamotten und sie nach Bethlehem spenden. Meinst du? Ja, auf jeden Natürlich, Fall. Wolfgang. Wir wollen nichts spenden. Bitte gehen Sie und lassen Sie uns in Ruhe. Ich komme von der evangelischen Kirche. Wissen Sie, was ich an Kirchensteuer zahle? Nein. Gar nichts. Ich bin nämlich schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Im Namen des Herrn möchte... Bitte, Wolfgang, mach doch die Tür zu. Ich rieche das stinkende Kind bis hier. Nachdem Wolfgang und Susanne den Pastor der evangelischen Kirche abgewimmelt haben, klingelt es nur wenige Minuten später erneut an der Tür. Jetzt reicht es, Wolfgang. Ich gehe. Susanne, bitte nicht wie letztens, als der Tierschutzverein bei uns geklingelt hat. Jeder hätte sich über die Gefrorene ganz gefreut. Nur der Tierschutzverein muss direkt wieder losheulen. Susanne, ganz ruhig. Was war das denn? Also, was... Oh, du Fröhliche, oh, du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Wir wünschen eine gesegnete Weihnacht. Nein. Nein. Nein? Nein. Nein. Wir sammeln für unseren kranken Hund. Er muss operiert werden. Ich nix Deutsch. Ich nix Deutsch. Ich nix verstehen. Susanne, wer ist das? Wolfgang, halt deine Fresse. Ich verarsche die Kinder gerade. Und schenken wir noch 10 Euro. Dann haben wir das Geld für die OP zusammen. Nun, wir haben doch selber kein Geld. Nein. Außerdem haben wir unsere eingefrorene Gans schon an den Tierschutzverein gespendet. Nur 10 Euro, bitte. Nun hör doch auf zu betteln, du jämmerliches Kind. Wofür wird sterben? Das ist die Natur, der ewige Kreislauf. Oh, sie sieht aber echt Guckt fies. Euch mal König der Löwen an, da wird das alles sehr eindrucksvoll demonstriert. Die sind voll gemein. Und ihr seid ungeimpfte Pandemietreiber. Genau, Pandemietreiber seid ihr. Unglaublich. Ja, genau, geht ruhig. Geht und kommt nicht wieder. Die 10 Euro hätte ich übrigens gehabt, aber ich brauche sie für etwas deutlich Wichtigeres als für euren blöden Wuffi. Frau Nörgel, wofür brauchen Sie die 10 Euro? Was ist wichtiger als jetzt... Naja. Nachher kommt doch noch... Ich bin euer Postmann! Verstell deine Stimme wie ein Schlumpf, los! Ich bin euer Postmann!
Tanz, du Knecht, tanz. Nein, das mache ich nicht. Ich bin euer Postmann. Ich bin euer Postmann. Für den Stumpf. Stehe morgens wo ist die Tasche? Auf, Briefe nach Haus. Hier ist das Postlumpflied. Singt alle wo ist die Tasche? Keine Ahnung, vielleicht hat er die zu Hause vergessen vor Aufregung. Kriegt schließlich 10 Euro dafür, sich zum Affen zu machen. Ach, ey, lass es nochmal. Ich habe schon gestern 500 bekommen, nur damit er heute die Tasche bringt.